Servus Christi und herzlich willkommen im Direwolf 20 in der Minecraft-Version 1.12.2 mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, wie wir hier so weitermachen. Und ja, wir müssen ja noch weiter für unsere neue Energiequelle sorgen. Das heißt, wir brauchen hier für unsere Gasturbine ja auch noch einen Haufen Zeug. Und ich habe übrigens mal geguckt, was mich hier so Discs kosten, aber erstmal eins nach dem anderen. Ne? Erstmal Advanced Generators. So, wir wollen basteln eine Gasturbine. Genau, und da brauchen wir zumindest mal ein Power Emitter Modul. Nö, glaube ich, brauchen wir nicht. Ein Fuel Air Mixer brauchen wir auf jeden Fall. Ein paar Fuel Air Mixer. Die schauen wie aus? So. Dazu brauchen wir viele Sachen, die wir gar nicht haben. Wie zum Beispiel Pisten. 1, 2, 3, 4. Wir bauen mal 2 von den Dingern. Können wir später noch erweitern und von denen brauchen wir dann auch nochmal 2. So, haben wir das schon mal. Fuel Air Mixer haben wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Turbinen natürlich. Und wir brauchen einen Power Emitter irgendwas. Wir brauchen ja genau, wir müssen ja irgendwie unsere Power rauskriegen. Fluxgenerator. Hört sich doch mal gut an. Was hätten wir denn sonst noch? Low-Voltage-Emitter. Oh, für EU-Maschinen. Cool. Ey, wir können hier... Ah, da kann man auch EU machen. Nice. Oh ja. Oh ja, da können wir dann auch das Industrial Kraft 2 damit betreiben. Das ist cool. Erstmal ein Fluxgenerator. Oh, da brauchen wir sowas hier. Da brauchen wir nochmal 2 Pisten. Meine Herren. Fluxgenerator. Ups, da fehlt aber noch einen ganzen Haufen. Ach so, das da oben fehlt natürlich mal komplett. Was war das da? Das da fehlt uns auch noch. Konnte ich das jetzt hoffentlich reintun? Ja, da ist er. Fluxgenerator ist da. Fluxgenerator ist da. Das heißt, wir haben einen Power-Emitter. Wir können Power machen. Wir können Fuel Air mixen, damit da was läuft. Und dann brauchen wir noch Turbinen. Und bei Turbinen habe ich mir gedacht, Manylium-Turbinen, weil das sind so ungefähr die besten, die wir gerade hier haben. 500 RF pro Tick ist es nicht unbedingt die Welt, aber wenn man sich die anderen anschaut, wir hätten hier Enderium bringt 500, Steel bringt 200, Bronze 200, sagen wir da, Iron 100 und Advanced Alloy auch 500. Advanced Alloy ist, glaube ich, nicht machbar. Da braucht man hier so Zeug hier. Genau, wollen wir nicht. Wir machen Manylium. Das ist das gleiche in grün, nur schöner. Und da fehlt uns eigentlich nur diese Manylium-Rotoren. Dann bauen wir doch die mal. Das heißt, wir brauchen erstmal Manylium, weil wir haben, glaube ich, kein Manylium im System, oder? Ja, 6 Stück. Ja, das hätte ich vorbereiten können. Mein Fehler, sorry, aber... Ja. Gott, ich habe keinen Platz mehr. Kann ich dich mal wegtun? Kann ich meinen Magnetring, kann ich wieder anziehen? Den habe ich ja nur letztens nicht gebraucht. Was ist mit dir? Du kannst auch mal kurz weg. Das speichern wir auch schon irgendwo, das weiß ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann werden wir uns irgendwann um den Disk kümmern. Da habe ich noch 2 Platz drin. 2 Platz habe ich da noch drinnen. 2. Und da tun wir das da rein. Und das da rein. Oh, da war noch mehr Platz. Oh, sehr gut. Wir haben ganz viel Platz. Ganz viel Platz, genau. Wolle, wolle. Ganz viel Platz. Schaut anders aus. Jeweils, was war das jetzt? Gott, merkst du halt einmal, Kerl. Das sind sie doch schon, meine Manylum-Retoren. 1, 2, 3, 4, 5 geben 4, das heißt 10 geben 2. Dinger 2, 4, 10, 20. Machen wir mal 20 Manylum. Machen wir mal 20. Warum nicht? So, kann man die eigentlich... Upsi. Auch hier drin? Nein, nicht da drin. Da drin machen? Ja, der macht die auch. Das geht wahrscheinlich schneller als die Schmelze. Wahrscheinlich geht das viel schneller als die Schmelze.
Und wir kriegen Slack. So. Und wie viel Manylum hatte ich jetzt noch im System? 6 Stück. Aha. Könnte spannend werden. Da müssen wir halt später wieder eins bauen, damit wir hier unseren Rapier oder so wieder richten können, aber wir sind ja eh gerade momentan nicht so kämpferisch unterwegs, dann passt es schon. Ein Item-Duct, das brauche ich ja überhaupt nicht. Ich brauche jetzt dann eher Fluid-Ducts. Da habe ich die Hardened. Ich nehme mal lieber die Hardened, wenn ich ehrlich bin. Nicht, dass diese Syngas die anderen zum Explodieren bringt, das wäre ja peinlich, ne? So, die ersten 10 sind fertig. Die anderen dürfen nochmal durchackern. So, dann mal weg mit dir. Und das war jetzt so. Ja. 12 kriegen wir jetzt da raus. Das ist eine blöde Zahl. Oh, oh, oh. Da hat sich einer verzählt. 4 und... Schauen wir mal. Okay, wir bauen als erstes mal die Turbine hier. Die erste. Die zweite folgt zugleich. 6. Ja, das passt doch perfekt. Weil irgendwie habe ich mich verzählt. Ach nee, ich hatte ja welche im System, ne? So, dann machen wir dich hier. Und nochmal eine. Haben wir 2 Turbinen am Laufen. Dann brauche ich noch so eine Power Cell. Und dann haben wir es eigentlich. Power Cell. Die rote. Was haben wir dafür da? Fast alles, bis auf das da. Dann machen wir hier noch so eine rote Power Cell. Und dann brauche ich noch so ein Power Cell Card. Ja, kriegen wir ja auch noch hin. Super. So, und dieses... Oh Gott, das kriege ich jetzt wieder wahrscheinlich nicht hin. Ich will dich linken. So, du bist gelinkt zur 9. Okay, wunderbar, passt doch. Und dann hüpfen wir mal dahinter. Ich könnte ja eigentlich... So, pass mal auf, ich habe hier ein Fluid-Output. Achso, ich brauche ja hier noch ein Fluid-Input, oder? Ja, ich brauche noch ein Fluid-Intake. Lalala, fast was vergessen. Einen Fluid-Intake brauche ich noch. Kriegen wir auch noch hin. Es könnte ich die 2 eigentlich gleich zusammenknödeln, dann könnte ich mir die Leitung sparen, gell? Nachdem das ja irgendwie total lustige, upsi, total lustige Multiblocks sind, könnte ich doch theoretisch hergehen. Nee, das sind dann 2, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ach, keine Experimente. So, wir bauen jetzt mal unseren Generator dahin und das, pass mal auf. Den Platz habe ich noch. Ich nehme den Dreier-Dings jetzt raus. Oh, oh, oh. Surfer, was ist los? So, bauen wir mal hier unsere lustige Turbine hin. So, du auch noch weg. Danke. So, den Gasturbinen-Controller hätte ich gerne hier. Den Fluid-Intake hätte ich gerne. Ah, weiß ich nicht. Nicht unbedingt an die Maschine angeknüpft. Den können wir eigentlich hierhin machen, oder? Und dann gehen wir her. Und sagen von da nach da. Outtake. Oh, okay. Hm. Haben wir auch Gasducts? Das ist ein Gas, ne? Fluxduct, Fluidduct, Itemduct, Structural Duct. Warum schließt denn du es da nicht an? Du bist doch der Output.
an den Input gehst doch auch. Du bist doch ein Fluid Output. Warum? Und du bist ein Fluid Duct. Hate. I hate it. Yes, I hate it. Du, ich nehme gleich die anderen Dinger, wenn du nicht magst. Genau. Warte mal, ich nehme mal die anderen Dinger. Mal gucken, ob die funktionieren. Oder es ist schon wieder dunkel. Und hier funktionieren die Stiefel ab und an nicht. Gibt lustige Fehlermeldungen auf dem Surfer, wenn ich hier hüpfe. Aber egal. So, ich nehme mal hier die anderen Pipes. Wenn ihr nicht mögt, nehme ich halt die anderen Pipes. Ich habe sie extra gebaut. Na, eigentlich nicht dafür, aber... Hey. You know? Ne, die schließen hier auch nicht an. Ja, wieso schließen die es da nicht an? Verdammt. Gas. Ich hab doch sonst nichts, mit dem ich rumgasen könnte. Ich muss doch nicht noch so einen Fuel-Tank dazwischen machen, oder? Muss ich das? Nee. Warum zum Kuckuck schließt du nicht an? Ich hab überhaupt keinen Bock drauf. Sehr merkwürdig. Fluid Output. Du bist doch ein Fluid Output. Und du kommst an den Syngas Producer. Damit hat er ja auch noch keinen Druck. Das ist der Fluxgenerator. Ich wollte gerade sagen, warum connectest du nicht, aber das ist auch der falsche. Ich meine, der macht ja hier einen Multiblock draus. Das ist ja alles ganz schön und gut. Und dann müsste der hier sich mit dem verbinden, was er eigentlich momentan gerade nicht macht, ne? Na gut, wir bauen erstmal unser Ding hier weiter auf. Wir machen hier mal zwei Manylum-Dinger hin. So, eigentlich hast du alles, was du brauchst, um Strom zu erzeugen. Wir tun aber die zwei auch noch. Ach, da passt nur einer hin, Fuel Air Mixer. Gut Ding, echt. Also der hier ist nicht connected, wie es ausschaut. Machen wir hier den RF-Flux-Generator noch. Und jetzt ist die Frage, warum connectest du nicht? Mensch, muss ich da jetzt einen Zwischentank bauen? Das probiere ich. Also es bringt hier auch nichts. Bringt hier eigentlich auch nichts, oder? Tank. Fuel Tank. Rain Tank. Schlumpftank, Dummtank, Mutagen, nein, brauche ich auch nicht. Singularity Tank, so ein Portable wäre mir eigentlich am rechtesten. Die kann man immer brauchen. Wir probieren es mal, wenn wir jetzt da so ein Portable Tank hinhängen. Und dann nehmen wir unsere Dukte wieder. Und dann muss ich noch mal ganz kurz was anderes gucken. Advanced? Kann ich jetzt da echt nur Gasturbine? Gasmixkompressor, Nahgas? Ich hab doch nicht Gasturbine. Doch Gasturbine. Machine Power Fuel? Gasturbine Controller? Fuel Air Mixer? Wieso sehe ich? Ach, da. Ach, da geht nur einer. Ja, da habe ich mich verlesen. Toll. Na wurscht. Nur erstmal gucken, dass wir hier in diese. Dass wir aus dem anderen irgendwas rauskriegen. So, du bist Fluid Hand Fluid, ne? Boom. Du connectest hier zum. Du hast überhaupt keinen Bock, dass du da connectest. Ich verstehe es nicht. So, ich tue dich jetzt nochmal da oben hin. Jetzt tun wir da mal einen Tank. Der füllt sich. Na meinetwegen. So,
Und damit füllt sich die hier. Und damit produzieren wir hier 1000 RF pro Tick. Ist da auch schon was. Und da kommt jetzt unser Knödelchen drauf. Knödelchen. Und da geht jetzt nichts rein, oder wie? Da sollte doch jetzt... Ich mag's, gell? Also wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das mag ich ja total. Du bist doch ein Fluxgenerator. Pass mal auf. Hab ich dich jetzt... Ja, du tust es mit den anderen Teilen, ne? Also ist erstmal egal. Ich brauche jetzt ein anderes Konduit. Nein, nicht Konduit, Dukt. Und zwar brauche ich ein Let's Down, du bist für 1000 RF. Mehr haben wir momentan eh gerade nicht. Ich könnte auch ein Signal, ein Plated Item Tag. Ich nehme jetzt erstmal dich. Gucken, ob das funktioniert. Momentan bringt die Turbine hinten 1000 RF pro Tick. Damit ist das hier gerade noch ausreichend und ich verstehe schon. Ach doch, ich verstehe schon warum. Ich bin doch ein Hirsch. Pass auf, ich Power Cell da drauf. Und dann alle in. Sonst müsstest du hier. Machst jetzt du was oder nicht? Gute Frage, ne? Kommt es da mehr rein? Statt. Ja, ich weiß es nicht. Ich nehme den Link nochmal raus hier. Ja, doch, sie füllt sich. Sie füllt sich. Dann tun wir den Link wieder rein. Hier hin. Okay, das funktioniert also doch so. Passt schon. Alles gut, alles gut. Ja, lustiges Konstrukt hier, ne? Auf jeden Fall machen wir jetzt aus Holz Strom. Dauerhaft Strom. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, das probieren wir es auch mal schnell aus. Und den hier abklemmen. Dann dürftest du keinen Strom verlieren. Also die hier betreibt momentan nur noch den und die... Ja, was denn eigentlich noch? Nix mehr, ne? Du fühlst dich noch. Das passt. Du bist voll mit 3 Millionen. Du bist auch voll mit 3 Millionen. Das System läuft. Wir verlieren keine Energie. Ja, wunderbar. So wollen wir doch das haben. So, dann möchte ich gerne noch einen Storage-Controller bitte für da hinten. Controller. Controller des Storage. Du da, Drawer-Controller, genau. Höps, da fehlt mir die ganze Mittelreihe, das heißt einmal fehlst mir du, da fehlen mir schon mal ganze zwei Kisten. Na dann machen wir doch mal schnell zwei Kisten. Wow, da geht uns das Holz aus. dann machen wir hier den Basic-Drawer. Ach, da hätten wir auch eine Kiste. Mann, Wolle. Ja, ja. Ach so, ja, und die Comparator, das brauche ich auch noch. Redstone Torches. Ernsthaft, jetzt schon langsam, glaube ich es aber. Redstone Torches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, komm. Zwei davon. Und zup. Einen Controller. Du kannst da wieder rein und... wir nehmen noch mal ein Item-Duck mit. Da haben wir ja auch noch viele da. Ein Item-Duck nehmen wir mit. Wow, müssen wir wieder welche bauen. So, dann kommt nämlich das hier weg. Ach, du kannst ja doch von da ziehen. Hätte ich mir das jetzt sparen können? Nein, im Endeffekt nicht. Der hat doch von da gezogen. Na, aber irgendwie kommt hier auch nichts rein. Wo sind denn jetzt die... Jetzt kommt mal wieder was. Jetzt ist der oben voll, oder? Nee, auch nicht. Also es verbrät sich ja gleich sofort. Ja, okay. So, jetzt pass mal auf, du hier. Gib du mal kurz Ruhe, bitte.
Hör auf, da rauszusaugen. Okay, die 4 hätte es zwar auch noch saugen können, ist aber jetzt erstmal egal. Ach nee, wir haben hier ein... siehst, was wir hier schon wieder gebaut haben. Ja. Die kreisen hier die ganze Zeit. Okay, Redstone disablen. Schmarrn auf High erstmal, dass der Quatsch hier aufhört. So, dann machen wir das erstmal so. Hinfurt, 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 hinfurt. Gut. Wir klatschen uns da einen Controller hin. Ist es gut? Controller. Genau so bauen wir den hin. So kommen wir dann immer raus. Es wird schon wieder Nacht, egal. Obwohl, schauen wir mal, wie es denn hier. Ja, da habe ich noch eine Fackel dabei. Ja, 2 Stück. Stimmt, die eine war ja hier gewesen. Machen wir mal da eine hin. Und dann machen wir da unten noch eine hin. So, hier. Ich will ja nicht, dass in meinem Kontrollroom hier dann irgendwann die Monster spawnen. Das wäre ja total bescheuert. Wenn wir ehrlich sind. So, dann kann ich dich jetzt wieder anmachen, wenn ich hinkommen würde. So, dich machen wir wieder an. Du pumpst da rein, das ist in Ordnung. Dann muss ich hier mein Dirt wieder rausholen. Dirt bitte. Das ist schön, dass er es da unten anzeigt inzwischen auch. So, du pumpst da rein normalerweise. Du solltest das von allen Seiten können. Warum nicht? Ah, das ist doch nervig. Warum nicht? Irgendwie mag das Zeug manchmal nicht so, wie ich gern hätte. Na? Schaut so aus. Ich kann nicht auch vorne reinpumpen lassen. So ist es nicht. Ich brauche jetzt Platz, dass ich mich bewegen kann hier. Also es kann doch nicht sein, dass der das von der... Upsa. Signalum plated. Wo bist du? Das bist du hier. Ich wollte doch nur den hier wegmachen. Genau so. Dann nehmen wir hier einen... Dann machen wir es halt echt so. Und so. So, pumpst du wieder raus? Nö. Der hat gar keinen Bock dazu. Was soll das denn? So, machen wir das hier mal wieder aus. Ah, das ist doch schon wieder hier. Das ist doch doof hier. Ach, da ist der Dings nicht mehr drin. Haha. Okay, das ist schon mal klar. Du kannst nicht pumpen. Darf ich jetzt da mal ran? Nein, darf ich nicht. Ach so, weil ich erstmal den Servo reintun muss. Darf ich jetzt ran? Danke. So. Aber jetzt kannst du pumpen, oder? Ja. Ja, jetzt kann er pumpen. So, jetzt ist die Frage, kannst du von unten rauspumpen? Dann können wir aber das auch anders machen hier. Wenn ich dich dahin tue und die Verbindung weg und dich hierhin und da ein Servo rein und sag du immer, holst mir du jetzt da? Ja, na also. Okay, schwierige Geburt, aber es funktioniert, es funktioniert. So. Das heißt nämlich, ich könnte, ja, hier zumindest wieder Erde hin tun. Das muss ich leider noch so offen lassen hier, damit ich dieses Controller, dass ich das Zeug hier sehe. Ist nicht schön, da könnte man mal Platten drauf bauen. Aber es funktioniert, so. Und jetzt habe ich eine Energiequelle. Die hält mir für immer und ewig. Zumindest solange er hier für immer und ewig Holz sorgt. Irgendwann müssen wir da vielleicht schnellere Dinge hintun. Passt aber. So, du sorgst für immer und ewig Syngas und du bist sowieso momentan bumsvoll. Da haben wir noch einen kleinen Zwischentank, warum immer die Ducts da nicht unbedingt hin wollten. Ist mir jetzt auch egal.
es funktioniert. So, und wir haben ab sofort eine Möglichkeit der. Also momentan machen wir zwar nur 2000 RF pro Tick, aber wir haben eine dauerhafte Energiequelle und müssen nicht immer Kohle nachfüttern. Das taugt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir könnten das Zeug hier abbauen, theoretisch, ne? So, der hat 100 gemacht. Eigentlich könnten wir das jetzt alles abbauen und über die große Powercell laufen lassen, die 3 Millionen hat inzwischen. Werden wir vielleicht machen, aber nicht jetzt, sondern wenn, dann in der nächsten Folge. Und ich habe hier Zeug in der Hand, das ich gar nicht möchte. Das bringe ich noch schnell weg. Da rein habe ich da vielleicht auch noch was auszusehen. So. Wunderbar. Passt. Gefällt mir. Taugt mir. Sehr gut. Dann können wir uns demnächst wieder um Astra Sorcery kümmern, nachdem wir jetzt endlich ausreichend Energie haben. Da müssen wir uns irgendwann auch noch drum kümmern. Da wachsen immer mehr. Die Dings werden schon weggeschmissen. Die despawnen irgendwann. Und da unten sind böse Gestalten. Ich gehe nochmal kurz schlafen. Die Ender-Lilies an sich, die sammelt keiner mehr auf. Das heißt, die despawnen halt dann wieder irgendwann. Aber ich meine, wir haben ausreichend, oder? Genau. Okay, dann war es das auf jeden Fall für die Folge. Ich hoffe, es hat da getaugt. Wir haben eine unabhängige... Oder nein, wir haben eine... Ja, wie wollen wir es denn nennen? Eine grüne Energiequelle. Das heißt, wir sind auf Dauer unabhängig von irgendwelchen Mining-Geschichten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und haben hier unten eine super geile Energiequelle stehen, die sich immer selbst füttert. Und die können wir, wenn es ist, noch vergrößern, weil diese Multiblocks, die kannst du bauen, wie es lustig bist, hast du gesehen. Ne? Das heißt, wir kommen irgendwann noch ein paar Manylum-Turbinen drauf. Und sonstiges Zeug, was der vielleicht noch gerne möchte, damit er besser läuft. Wir können noch mal ganz kurz gucken, was der Gas-Controller gerne hätte, der Gasturbinen-Controller. Power Capacitor, was immer der macht. Power Capacitor. Eigentlich wollte ich aufhören, gell? Basic Power Capacitor. Achso, der speichert. Der speichert nur so Sachen. Da könnte man dann da selber noch Strom drin speichern. Braucht man nicht. Redstone-Control braucht man auch nicht. So einen Gasmixer eventuell. Nee, geht nur einer hin. Dann brauchen wir das auch nicht mehr. Machine Data Port. Sonst noch irgendwas. Flux-Generator haben wir einen dort. Der reicht uns erstmal. Die brauchen wir auch noch nicht. Insane Voltage. Ah ne, das sind die Dinger, genau. Sonst haben wir alles. Schauen wir, da können wir auch noch Fuel Tank reinmachen. Brauchen wir nicht. Heating Chamber. Einen Syngas Producer aber nur. Auch einen Syngas Producer Sensor braucht man nicht. Ansonsten haben wir alles. Das heißt, wir können das Ding nur noch besser machen, indem wir noch mehr Turbinen ranhängen. Können wir mal machen bei Gelegenheit, ne? Genau, momentan haben wir 2000 RF pro Tick, das reicht mir auch erstmal. Das reicht eine ganze Zeit. Das ist ja momentan eigentlich nur dazu da, um unser ME-System oder RS-System am Laufen zu halten. Und das tut es mit Sicherheit, ohne Probleme. Und die Baumfarm läuft ja mit dem Windrad oben, damit sind wir hier unabhängig. Das passt mir auch ganz gut. Und das heißt, eigentlich könnte ich den hier abknipsen. Andersrum, den da hinknipsen wieder und den da abknipsen und du bist auf Output von allen Seiten, nein, du bist auf allen Seiten Input, das heißt, wir machen dich jetzt auf allen Seiten Output. Ach, mit dir kann ich das einzeln machen. Aha, gut zu wissen. Was willst du denn da? Hm? Kleiner Slime, kommst du denn her, schubst mich herum. Tschüss. So, das heißt, ab sofort werden wir die Energie los, aber das ist eigentlich Quatsch, weil noch haben wir ja da Zeug drin. Die kann man schon noch mitnutzen, ne? Bis die Tanks hier alles sind. Wir tun halt nichts mehr Neues rein. Also wir füllen keine Kohle mehr nach, das heißt, wir haben die Fractional Stills. Die hier ist noch voll komplett, die anderen sind leer alle. Das heißt, wir können das dann anders nutzen irgendwann, genau. Aber die lassen wir noch dran, solange wir hier noch
Refined Fuel und Nafta haben. Genau, okay, so machen wir das. Oder ich klemme die erstmal ab hier. Ich klemme sie jetzt trotzdem ab, damit die hier jetzt nicht einfach sinnlos Strom verbraucht. Die nutzt man dann für andere Sachen. Irgendwie muss man umkabeln. Werden wir schon hinkriegen. Okay, dann war es das jetzt endgültig für die Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn wir dann irgendwie wieder andere lustige Sachen machen. Wahrscheinlich wieder ein bisschen mit Astral Ressourcerie. Und was unter so einer Baumform alles stehen kann, ist schon genial, ne? Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.